In diesem Intensiv-Tutorial lernst du alles über Logic's Vintage Electric Piano. Ich bin ja immer der Meinung, dass Logic-User viel zu viel Geld für Plugins von Drittanbietern ausgeben. Bei Vintage Electric Piano sprechen wir zum Beispiel über Alicia's Keys von Native Instruments oder eben das Mark One heißt, glaube ich, von XLL Audio. Und auch wenn diese Produkte hervorragend klingen und super gesampelt sind, bin ich der absoluten Überzeugung, dass du dir diese 100 Euro oder sogar noch mehr sparen kannst, wenn du bereit bist, dich ein bisschen mit diesem Logic-internen Plugin zu beschäftigen. Und genau das machen wir jetzt in diesem Intensiv-Tutorial über Logic's Vintage Electric Piano, in dem du alles lernen musst, was du über dieses phänomenal gute Plugin wissen musst. Viel Spaß! Um eine neue Instanz des Vintage Electric Piano zu benutzen, gehst du einfach auf Neue Spur, dann Software-Instrument und dann findest du das Vintage Electric Piano hier unten. Das Interface ist eingeteilt in vier verschiedene Bereiche. Wir haben einmal diesen Hauptbereich hier oben mit dem Model Pop-Up-Menü. Hier kannst du die verschiedenen Modelle auswählen, auf die gehe ich nachher noch genauer ein. Dann hast du hier die Effektsektion und die Detailsektion. Hier im zweiten Bereich hast du zwei Drehregler, das ist einmal der Bass-Boost und der Volume-Boost. Das ist aus der Haupteinheit oder aus der Hardware-Unit des Fender Rhodes Piano, des Originalpianos nachempfunden. Ich blende dir das Bild hier mal ein, also diese zwei Drehregler und genau das machen sie auch. Du kannst hier deinen Bassbereich erhöhen über den Equalizer und auch das Gesamtvolumen. In der Effektsektion hier unten hast du deine Effekte wie EQ, Drive, Chorus, Phaser und Tremolo, mit denen du diesen klassischen Vintage-Piano-Sound oder E-Piano-Sound formen kannst und ganz unten hast du noch deine erweiterten Parameter, auf die gehe ich dann auch nochmal kurz ein. Ich lasse jetzt einfach mal die Standardeinstellung von dem Deluxe Classic und wir fangen an mit dem ersten Effekt und das ist Drive, also Verzerrung. Und ich fange hier mit diesem an, obwohl der EQ hier visuell vor dem Drive ist, ist es so, dass in der Signalkette, in der tatsächlichen Signalkette, ist der Drive, also die Verzerrung, vor dem EQ geschalten und dafür gibt es gute Gründe, die ich dir gleich erkläre. Wir haben hier zwei Drehregler bzw. und einen Schieberegler. Über den Gain-Regler kannst du den Anteil der Harmonic Distortion einstellen. Das heißt, wie stark letztendlich möchtest du verzerren. Über den Tone kannst du einen EQ einstellen. Das heißt also, welche Frequenzen sollen verzerrt werden und welche nicht. Das ist also, nehme ich mal an, so ein Bell-Filter. In diesem Frequenzbereich kannst du dann verzerren. Und über den Schieberegler 1 und 2 kannst du verschiedene Verzerrungsgrade wählen. 1 ist ein bisschen weniger und 2 ist eine sehr, sehr harte Verzerrung. Ganz kurz zur Geschichte, warum das so ist. Früher waren diese E-Pianos sehr, sehr leise. Die konntest du auf einer Bühne eigentlich gar nicht spielen. Und deswegen haben viele oder einige schlaue E-Piano-Spieler dann die Idee gehabt, ihre E-Pianos zu verstärken über einen Gitarrenverstärker. Deswegen auch Fender Rhodes. Ja, Fender hat damals Gitarrenverstärker hergestellt und irgendein schlauer E-Piano-Spieler kam dann auf die Idee, sein E-Piano zu verstärken über einen Gitarrenamp und natürlich auch zu verzerren. Und das machen wir jetzt mal. Ich spiele hier also ein bisschen rum. Ich werde als erstes anfangen, mir einen Frequenzbereich rauszusuchen. Wir fangen gleich mit den tieferen an. Dann drehe ich den Grad der Verzerrung heran und dann probieren wir auch noch mit den zwei unterschiedlichen Verzerrungsstärken rum. Also eher schwächer und eher stärker. Also los geht's, wir fangen gleich an. Stellen wir hier ein, so 280 vielleicht, und dann fahren wir mal die Verzerrung rein. Hörst du hier schon, ne? Bisschen weniger. Wir wählen uns mal eine andere Frequenz raus. Wir verzerren mal die höheren Frequenzen jetzt. Starke Verzerrung jetzt. Wir wählen mal den anderen Verzerrungsgrad, jetzt den stärkeren. In diesem Fall hätte ich jetzt eine recht starke Verzerrung gewählt. Und das ist eigentlich ein bisschen krass, aber ich lasse es jetzt mal so. Wir haben also hier 2500 Hertz. Eher im Hoch-Mitten-Bereich habe ich jetzt verzerrt und relativ stark verzerrt. Und jetzt der Grund, warum der Equalizer nach dem Verzerrer, nach dem Drive geschalten ist, ist meines Erachtens deswegen, weil ich jetzt hier ein bisschen nachkorrigieren kann. Also in den Höhen sind wir jetzt ein bisschen
ziemlich krass unterwegs. Es ist fast schon ein bisschen unangenehm. Und ich habe ja auch nachgeregelt, ob das Volume, dass insgesamt das Signal ein bisschen leiser wird, weil sonst wird es zu grell und kreischig. Ja, jetzt kann ich hier mit dem Equalizer so ein bisschen nachregeln, diesen hohen Verzerrungsgrad hier oben und vielleicht von den Höhen wieder ein bisschen was wegnehmen. Sehr krass jetzt. Ohne EQ. Sehr aggressiv, ne? Genau, also über den Equalizer kannst du den Verzerrgrad oder wenn du Höhen verzerrst oder auch Tiefen, kannst du hier ein bisschen runterfahren und nachkorrigieren, dass du trotzdem nachher noch einen ordentlichen Sound hast. Kommen wir zum nächsten Effekt in der Effektsektion und das ist der Chorus. Ich schalte mal hier, wenn wir gleich hier rumprobieren, alle anderen Effekte aus. Also du hast hier, kannst auch einen Effekt komplett ausschalten über den einen Ausschalter. Und dieser Effekt, dieser Chorus-Effekt, ist ja sehr, wird sehr oft benutzt auf Electric Pianos. Gerade wenn du jetzt mal an Balladen aus den 80ern denkst, diese ganzen Juno-Keyboards und wie sie alle heißen, sie haben sehr starke Effekte. So Whitney Houston-Balladen sind sehr verchoruste E-Pianos, sage ich mal. Ganz kurz, was macht ein Chorus-Effekt genau? Was passiert da genau? Bei einem Chorus oder ein Chorus-Effekt macht eine Kopie des trockenen Signals, verstimmt das dann und delayed es auch um ein paar Millisekunden, wie verschiedene Menschen, die in einem Chor singen, die ja auch nicht alle gleich singen, die auch nicht die alle nicht die gleichen Obertöne haben, weil es ja verschiedene Sänger sind und verschiedene Stimmen und die auch nicht alle auf den Punkt genau immer gleich singen. Also das, deswegen auch Chorus-Effekt, ja, kommt von Chor, dieser Chorus-Effekt. Wir haben hier zwei Drehregler. Die Rate wird über Hertz eingestellt und bestimmt die Schnelligkeit des Effekts. Was jetzt komisch ist, warum Hertz, also Frequenzbereiche und Schnelligkeit? Naja, je höher eine Frequenz, desto schneller schwingt sie. Ja, und dann wird ein Schuh draus. Das heißt, wenn ich die Frequenzen jetzt hier höher drehe, dann bewegt sich der Effekt auch schneller. Und wenn du es zu hoch einstellst, hier diese Rate, dann verstimmt sich das Piano und hört sich wirklich schlecht an. Das werden wir uns auch gleich anhören. Und mit der Intensity bestimmst du die Delay Time in Prozent. Das heißt, wie weit wird das kopierte Signal nach hinten verschoben. Das ist jetzt hier nicht in Millisekunden, sondern in Prozent. Ja, jetzt probieren wir einfach mal mit diesem Beispiel hier rum. Ich fange mit einer kleinen Rate an und dann drehen wir die Intensity hoch und hören mal, was wir mit diesem Chorus-Effekt hier erreichen können bei diesem Beispiel. Rate sehr hoch drehen. Jetzt hörst du schon, jetzt bekommst du diesen wobbly Sound, das so hin und her wackelt, ne, dass sich dieses Detuning so aufschaukelt. Und jetzt lass uns mal komplett übertreiben mit der Rate hier. Und ich kann dir schon jetzt sagen, es wird grässlich klingen, wenn ich jetzt hier gnadenlos übertreibe. Eindeutig zu viel, ne? Gehen wir wieder zurück. Chorus aus. Ja, ich liebe den Chorus-Effekt auf solche E-Pianos, insbesondere in Verbindung noch mit einem schönen Hall. Und ich greife da auch immer ordentlich zu. Ich mag das sehr, diesen Chorus-Effekt. Und damit geht es weiter zum nächsten Effekt und das ist der Phaser. Der Phaser-Effekt von dem Vintage Electric Piano ist oder basiert auf Phaser oder analogen Phaser-Pedalen von elektrischen Gitarren von den 60ern und 70ern. Also danach ist er so ein bisschen nachempfunden. Und jetzt möchte ich dir mal ganz kurz zeigen, an einem anderen Beispiel, was passiert eigentlich bei einem Phaser-Effekt. Die Beschreibung ist so, dass das Signal kurzzeitig gespeichert wird und dann wird es phasenverschoben wiedergegeben. Und was passiert dann? Es passiert Folgendes, wenn du genau das gleiche Signal
um ein paar Millisekunden nach vorne oder nach hinten verziehst, dann löschen sich, je nachdem wie weit du es nach vorne oder nach hinten verziehst, bestimmte Frequenzen aus. Und dadurch entsteht dieser Phase-Effekt. Und bevor wir jetzt zurückkehren zum Vintage Electric Piano, möchte ich dir das mal an diesen zwei Beispielen zeigen. Ich habe hier eine Orchesteraufnahme, weil da hört man es nämlich ganz gut. Und diese Orchesteraufnahme, die habe ich zweimal kopiert. Das ist genau das Gleiche. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden diese Phaser 1A Orchestergruppe um ein paar Millisekunden nach hinten verschieben. Und dann wirst du sofort sehr genau diesen Phaser-Effekt hören. Das nennt man auch Kammfilter-Effekt. Ich öffne dazu hier meine Werkzeuge, meine erweiterten Werkzeuge. Und ich habe jetzt den Nudge-Wert auf eine Millisekunde eingestellt. Und wenn ich jetzt hier stückweise drücke, dann wirst du sehen, dass diese Spur, ich hoffe, man sieht es, ich habe es extra groß gemacht, dass diese Spur hier um eine Millisekunde nach hinten rückt. Ja? Zwei identische Spuren. Und wenn ich hier den Nudge-Wert, wenn ich hier eine Sekunde nach hinten verschiebe, dann rückt die hier eine Millisekunde nach hinten. Und dann wirst du diesen Effekt hören, dass sich auf einmal Frequenzen auslöschen und dass es dann komisch klingt. Ich verschiebe mal um eine Millisekunde, dann um zwei, um drei und so weiter. Und dann wirst du sehr genau hören, was passiert. So hört sich das Original an. Jetzt fangen wir an zu verschieben. Also du hörst diese Auslöschung, dieses komische. Es wird auch so ein bisschen lauter und leiser dadurch und hört sich etwas seltsam an. Das ist jetzt in diesem Beispiel natürlich ein bisschen komisch und hört sich nicht gut an, aber bei diesem Vintage Electric Piano kann man damit einiges erreichen. Hier also jetzt die Phaser-Sektion des Vintage Electric. Die besteht aus drei Drehreglern. Ich habe wieder alle anderen Effekte abgeschalten, damit wir nur diesen Phaser-Effekt hören. Wir haben hier auch wieder einen Rate-Regler, also wie schnell der Effekt abläuft. Den kann ich zum einen hier mit Hertz einstellen. Und ich kann ihn aber auch Tempo synken. Ja, das kann ich jetzt machen. Wir fangen mal mit einer halben Note an. Über die Color erreichst du, grob erklärt, einfach, ob du den Effekt heller oder etwas dunkler einfärben möchtest. Genau erklären könnte man es so, dass dieser Drehregler hier, also dieser Color-Drehregler, steuert den Anteil von dem Output des Output-Signals des Phasers, das wieder in den Input-Effekt zurückgesendet wird. Also nochmal, einfach eher heller oder dunkler kannst du den Effekt machen. Mit dem Stereo-Image kannst du einfach entscheiden, möchtest du ein breites Stereo-Bild von diesem Phase-Effekt oder eher ein schmaleres Bild. Wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt diese beiden Drehregler nach unten. Wir fangen mal mit einer halben Note an und schauen dann, wie wir diesen Phase-Effekt hier beeinflussen können. Ich mache mal schneller, ich mache mal heller, mal breiter und so weiter. Wir sind auf einer halben jetzt. Viertel, Achtel, Stereobild verbreitern, sehr schön. Ohne Phaser. Das ist jetzt ein Effekt, sage ich mal, für Freunde der bewusstseinserweiterten Ernährung. Salopp. Okay, also du kannst hier sehr basige Soundwelten erzeugen. Und ich sage es nochmal, diese Effekte, Drive, also Verzerrung, Chorus, Phaser, das kannst du natürlich auch auf andere Instrumente einsetzen. Ich finde nur, man kann es hier an dieser Vintage Electric, kann man diesen Effekt einfach sehr, sehr schön vorstellen. Ja? Also das war der Phaser, auch sehr interessant für Sounddesign. Übrigens, falls dir diese Masterclass bis hierher gefallen hat und du möchtest gerne noch mehr Tipps
über Logic Pro, weil du vielleicht von einer anderen DAW erst gerade umgestiegen bist oder ganz neu erst dazugekommen bist, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du diese DAW, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen, also unbedingt empfehlenswert. Und jetzt geht's weiter mit Logic's Vintage Electric Piano. Wir gehen weiter zum Tremolo-Effekt. Auch ein sehr, sehr schöner Effekt, den ich sehr, sehr oft benutze in meinen Produktionen. Und auch den kann man hier wunderbar zeigen an dem Vintage Electric. Auch hier haben wir wieder einen Rate-Knob. Das ist, funktioniert genau gleich wie beim Phaser. Ich kann ihn also hier über Hertz einstellen. Ich stelle ihn hier jetzt auch mal wieder. Ich synke ihn jetzt zum Songtempo nach einer Note. Wir fangen hier vielleicht auch mal wieder mit einer halben an. Die Intensity steuert hier beim Tremolo den Bereich oder die Größe der Modulation, denn ein Tremolo ist nichts anderes wie ein automatischer Fader von der Amplitude. Das heißt, du kannst dir vorstellen, bei so einem Tremolo sitzt hier jemand an dem Volume-Regler und dreht den lauter und leiser. Ja? Also ich kann jetzt hier praktisch hin und her drehen, wenn das jetzt, wir können es mal abspielen lassen. Ja, jetzt wäre ich selber das Tremolo gewesen, ja. Nichts anderes ist das. Und über das Tremolo kannst du jetzt hier einstellen, über die Rate eben, wie schnell dieser Lautstärkeregler hoch und runter fährt. Über die Intensity, wie weit er hoch und runter fährt, also von ganz laut nach ganz leise. Und über den Stereo-Effekt stellst du fest, wie weit er sich nach links, also vom linken Lautsprecher und vom rechten Lautsprecher hin und her bewegt. Wenn wir hier auf 180 Grad gehen, dann haben wir einen Autofilter-Effekt. Ja, das heißt, das Signal wird von ganz links immer nach ganz rechts geschickt und zwar in der Geschwindigkeit, die ich über die Rate festlege. Langsamer. Jetzt im Moment. Jetzt im Moment springt das Signal zwischen rechtem und linkem Lautsprecher hin und her und zwar alle Viertel lang, weil ich die hier eingestellt habe, ne? Intensity höher. Lauter und leiser wird, die Range zwischen laut und leise wird größer, ne? Ganz voll aufdrehen jetzt hier. Autopan-Effekt. Ohne. Den Chorus dazu. Du hast bei diesem Vintage Electric Piano auch noch die Möglichkeit, den Sound weiter zu formen und da kommst du hier über diesen Button Details. Hier kannst du nochmal einige interessante Feinheiten nachstellen und kannst bei den verschiedenen Modellen auch nochmal andere Sounds rausholen. Wir fangen mal hier bei der Modellsektion an. Und hier ganz links hast du die Voices. Das heißt, ich könnte jetzt 16 Stimmen gleichzeitig anschlagen oder noch mehr. Und wenn ich jetzt hier nur auf eine Stimme gehe, dann ist es monophon. Das heißt, auch wenn ich einen Akkord anschlage, erklingt nur ein Ton. Na, das siehst du hier. Wenn ich jetzt 8 Stimmen zum Beispiel eingebe, dann kann ich 8 Stimmen gleichzeitig spielen. Das ist in Ordnung so und wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Bass spielen möchtest, kann es sein, du möchtest nur auf eine gehen, weil du nicht möchtest, dass ein Akkord erklingt. Das ist noch einfach zu verstehen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber es ist eigentlich auch relativ easy, wenn ich dazu die Beispiele spiele, dann solltest du es eigentlich auch ganz gut verstehen, um was es hier geht. Tine heißt so viel wie Federzinken. Ich möchte jetzt nicht einen Workshop machen, wie es innen drin in einem Vintage-Piano aussieht oder in einem E-Piano, das weiß ich auch nicht, ich bin kein E-Piano-Bauer, aber übersetzt ist das sowas wie ein Federzinken,
dieser, ja, sowas vergleichbar mit einem Klavier, mit dem Anschlagbolzen, der den Sound erzeugt. Was du jetzt hier machen kannst mit Decay und Release, ist das Anschlagsverhalten festzulegen, wie verhalten sich die Tasten auf deinem Piano. Das kannst du so ein bisschen vergleichen wie mit den drei Pedalen bei einem Piano. Und zwar über Decay, das bestimmt, wie lang die Taste nachklingt, egal wie lang du sie hältst. Also wenn ich jetzt die Taste hier, wenn ich die voll aufreiß und eine Taste oder einen Akkord anschlag, dann klingt es fast für immer nach. Ja? Wenn ich jetzt hier runterdrehe, dann stirbt der Sound sozusagen ab. Ja? Egal wie lange ich meinen Akkord liegen lasse. Den lasse ich hier auf der Mitte, aber ich denke, das ist klar, einfach das Anschlagsverhalten der Tasten. Bei Release ist es so ähnlich. Das heißt, wie lange klingt die Taste nach, wenn du den Finger loslässt? Ja, also wenn die Taste loslässt, nicht den Finger. Ja? Also so ist es jetzt ganz normal. Wenn ich jetzt hier runtergehe, klingt es fast schon perkussiv. Ja, obwohl ich genau gleich schnell hier im Takt schlage. Wenn ich jetzt hier hochfahre, hörst du, dass es länger nachklingt, obwohl ich die Taste schon losgelassen habe. Also mehr so ein Legato. Wir gehen hier weiter runter. Das ist die Stereo Width. Das ist eigentlich selbsterklärend, wie breit soll das Stereofeld sein. Jetzt ist es voll aufgerissen. Wenn ich jetzt hier runter gehe, haben wir eine Monosignalquelle. Da wird das Stereofeld breiter. Was über Timebell festgelegt werden kann, ist der Glockensound. Du kannst jetzt einen helleren, wenn du diesen glockigen, typischen E-Piano-Sound möchtest, wenn du den unterstützen möchtest, dann kannst du hier hochfahren und bekommst, ja, sag mal, wieder hier ein bisschen mehr an die Whitney Houston-Ballade-Einstellung hin. Also ich spiele jetzt einfach mal so einen Akkord, wie es jetzt eingestellt ist. Wenn du jetzt mehr von diesem Glockensound möchtest, dann kannst du hier hochfahren. Kann auch sein, wir möchten es gerne dunkler haben. Ich fahre mal ganz runter. Okay, also das ist einfach sehr viel Glocke, wenig Glocke. Der Dämpfer stoppt im Prinzip die Vibration früher oder erst später. Ich habe hier nicht so den Unterschied gemerkt, aber das kann auch an den einzelnen Modellen liegen, dass man da diese einzelnen Effekte lauter oder besser oder schlechter hört. Ich habe jetzt hier mal umgeschaltet auf Stage Mark II. Wir können uns nochmal diesen Glockenklang, weil man ihn hier ein bisschen besser hört, nochmal einstellen. Hier fahre ich nochmal die Glocke hoch, weil hier hört man es wirklich sehr schön. Wir gehen weiter zu dem Fenster auf der rechten hier und das ist das Pitch. Hier kannst du das Piano mehr oder weniger verstimmen. Also wenn ich jetzt hier einen Akkord eingebe, kann ich den hoch oder runter verstimmen und ich kann hier noch bestimmen die Band Range, also wie stark nach oben bzw. nach unten verstimmt wird. Das kann ich dir mal zeigen. Es klingt ziemlich grässlich. Ich kann mir das immer nicht so gut anhören. Wenn hier das Beispiel läuft. Also wer Lust hat, sich zu quälen, kann das gerne tun hier. Für bestimmte Effekte kann es aber durchaus nützlich sein. Mit dem Warmth-Regler bestimmst du, wie jede Note zu der nächsten Note gedetuned wird. Also du kannst es nochmal feiner nachstellen. Und bei dem Stretch-Tuning habe ich jetzt persönlich nicht so viel Unterschied gemerkt. Das ist auch nochmal eine Feineinstellung. Wir hören nochmal kurz rein. Ich drehe nochmal den Warmth-Knob hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit dem Phaser-Effekt sehr spannend sein kann, wenn du hier mit Detuning-Effekten arbeitest.
Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die einzelnen Modelle eingehen, was sie so für Eigenschaften haben und wie sie sich im Klang voneinander unterscheiden. Das Vintage Electric Piano emuliert drei Electric Pianos, also drei Hardware Electric Pianos. Das ist zum einen mal das Fender Rhodes, dann ist es zum zweiten das Wurlitzer, beide sehr bekannt. Und dann noch ein sehr wenig bekanntes oder ein E-Piano, von dem es sehr, sehr wenig Modelle gibt. Und das ist das Hohner Elektra, heißt es, glaube ich. Das ist sehr, sehr selten, wird, glaube ich, auch ziemlich teuer gehandelt auf eBay und so. Und das ist dieses Elektra-Piano, das wir hier kennen. Wir fangen einfach mal an mit dem Deluxe Classic. Und um ein bisschen, damit du ein bisschen besser sehen kannst, was passiert, wenn ich hier die Modelle wechsel, nehmen wir uns noch ein EQ. Und dann kannst du die EQ-Kurve hier nebenher ein bisschen beobachten, um zu gucken, was so die Klangeigenschaften der einzelnen Modelle sind. Zieh den mal höher und wir fangen mit dem Deluxe Classic mal an. Ich lasse mal hier das Beispiel abspielen, dann können wir ein bisschen gucken, in welcher Range, in welcher Frequenz-Range sich jetzt einfach mal dieses Deluxe Classic Modell bewegt. Also schön warm, dieser typische E-Piano-Klang, den wir eigentlich auch kennen. Ich wechsle mal auf Deluxe Modern. Hier hörst und siehst du jetzt, dass das so ein bisschen mehr Betonung hat in den tieferen Frequenzen. Klingt ein bisschen wärmer insgesamt. Jetzt das Suitcase Mark, das hat so ein bisschen Top-End-Roll-Off, hören wir. Siehst du auch hier, es klingt ein bisschen dumpfer, aber trotzdem noch schön warm. Klingt jetzt sehr grell. So diese Mid-Frequency-Betonung. Eigentlich eher für Funk-Sachen würde ich das benutzen. Das ist jetzt das Elektra, dieses seltene Hohner E-Piano, beziehungsweise die Emulation davon. Es klingt ähnlich wie die anderen Modelle. Es klingt auch schön warm, ein bisschen dumpfer, aber hat trotzdem so einen ganz eigenen Charakter, den ich auch spannend und vor allem sehr, sehr angenehm finde. Jetzt meine Frage an dich. Habe ich den Mund zu voll genommen hier am Anfang in der Einleitung oder ist das tatsächlich überzeugend, was ich jetzt hier aus Logic's Vintage Electric Piano rausholen konnte? Beziehungsweise Hand aufs Herz, schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Benutzt du Plugins von Drittanbietern, wenn es um E-Pianos geht? Und von welchen ist das? Falls du noch weitere Logic-Tutorials anschauen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Dann wirst du eine Nacht beschäftigt sein. Es sind über 200, aber das ist bestimmt auch was dabei, was dir weiterhilft. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!